Arsène Lupin, an dieser Stelle, falls du mir zuhören solltest und ich dir jemals über den Weg laufe, reibe ich dir diese Texte hart unter die Nase. Warst du schnell, herrscht draußen noch Nacht, doch erst die Sonne das Museum hell macht. Ihr Hofstaat ist da und sie lädt jeden ein zum Tanz, doch lass dabei das Zählen nicht sein. Den Schlüssel gedreht, die Musik voll soll erklingen. Sieh da, wie sie um ihren Sternkönig schwingen. Muss zählen die Runden auf ihren Bahnen, doch sie sind sehr schnell, wie man kann erahnen. Okay, dabei gehe ich jetzt aus von einem Sonnensystem. Sieh da, wie sie um ihre Sternkönig schwingen. Sternkönig ist die Sonne ist ein Stern und die Planeten drehen sich um jeweiligen, in jeweiligem Sonnensystem. Muss zählen die Runden auf ihrem Bahn. Okay. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quadriere seine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Wir haben 8 Planeten im Sonnensystem. Zählt Pluto noch dazu oder nicht? Eigentlich ist er ja auch nur ein... Ich glaube, als Mond wurde er deklariert. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht, weil der kleine Weiße ist Pluto. Okay. Stellt man das Produkt beider Zahlen und zählt 1000 dazu, das macht das ist gleich rund. Wenn das geschafft und du weißt, was zu tun, dann los. Du hast keine Zeit auszuruhen. Ich muss etwas finden, das der Beschreibung aus dem Gedicht entspricht. Ja, ein Sonnensystem. Suchen wir kurz ein Sonnensystem. Das müsste auf der anderen Seite gewesen sein, denn hier ist keins. Haben die Ägypter schon ans Sonnensystem geglaubt? Ne, die Griechen waren die ersten, ne? Mit Aristoteles und Galileo Galilei. Waren die Griechen? Doch. Na, keine Ahnung. Jetzt bringe ich wahrscheinlich wieder viel durcheinander geschichtlich. Ihr werdet mich ja schon auf den Rechten bringen. Da ist doch ein Sonnensystem. Ich sehe es doch von hier aus. Ich sehe es doch. Da! Meine Güte, ich muss die Anzahl der Umdrehungen, die jeder einzelne Planet macht, zählen und die Rechnung anhand von Lupins Gedicht machen. Was für ein Ideenreichtum. Ich brauche einen Zettel. Warte. Moment, ich suche nämlich jetzt kurz nochmal einen Zettel. Das vergesse ich jedes Mal, mir bereitzulegen. Aber da das auch hier mein Schreibtisch ist, habe ich ja sicher mal einen Zettel hier in der Nähe. Ein Zettel und ein Stift, der funktioniert, wäre auch nicht schlecht. Ja, okay, aber eigentlich interessieren uns ja auch... Ah, der kleine Weiße ist der hier. Oh, warte! Sind die auch irgendwann von alleine? Ich gucke jetzt erstmal einfach nur zu. Wow, alle in einer Planetenkonstellation. Jetzt explodiert die Sonne. Sonne. Merkur, Venus, Erde, dann bist du der Mond, Mars, Jupiter und Saturn und echt. Okay, kann ich hier anklicken, was sie tun sollen oder einzeln? Ah. Also Merkur macht 6. Ach so. Venus macht... Ja, dann lassen wir die sich mal drehen. Hier oben zeigt er mir ja die Zahlen an. Aber der dürfte jetzt nur 5 machen. Die Erde dürfte nur 4 machen, wobei der Mond dann wieder 8 machen müsste. Ne, mehr. Wie oft dreht der? 4 mal? Pro Erde? 7 mal. Mal 7, 4 mal 7, 47, 21, 28 mal. 13? 47, hä? Es ist 7 mal Nacht in einer Umdrehung, richtig? Einmal umdrehen, nee, gar nicht. Ach, ich bin blöd, ich bin dumm, ich halte den Mund. Der dürfte 2 mal machen, der dürfte 2 mal machen, der dürfte nur 1 machen. 3 mal trotzdem? Viermal? Leck mich am Arsch, der Mars ist aber flott.
Kann ich nicht dich direkt dahinterher schicken? Nein, kann ich nicht. Okay. So, und du dürftest auch nur zwei machen. Oder vielleicht sogar nur eine. Nein, du bist sehr langsam, du machst nur eine. Ja. Danke, er macht nur eine. Okay, gut. Jetzt haben wir die Zahlen und Dokumente. Warst du schnell, Herr Straußen, noch nach? Doch erst die Sonne, mal Museum, Helmer, bla bla, Hofstall ist da und sie lädt ihn ein. Zum Tanz doch alle zählen nicht sein, genau. Den Schlüssel gedreht, die Musik soll erklingen. Sie da, wie sie um ihre Sternkönig schwingen muss, zählen die Runden auf ihrem Bahn. Doch sind sie sehr schnell, wie man kann erahnen. Zählt man sie zusammen, gibt man besser acht. Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren. Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren. Quadriere seine Drehungen, um sie mit zwei zu multiplizieren. Quadrieren? Warte. Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Also das, was er macht, mal zwei. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren. Das ist dann die Erde, gehe ich mal von aus. Quadriere seine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. Also 3 zum Quadrat und... Moment, jetzt muss ich ja... 3 zum Quadrat ist 9, 9, also 18. 18 plus 13 wären... 13 mal 2, 26 plus 18 sind 8, 4, 2, 42. Ja. Oder? Jetzt bin ich gerade... ja, okay. Dokumente, zählt man die zwei, gibt man besser acht. Zählt man sie zusammen, gibt man besser acht. Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren. Erstelle das Produkt beider Zahlen. Ach so, Produkt beider Zahlen. Und zähle 1000 dazu. Das macht es gleich rund. Das macht es gleich rund. Also, man soll die beiden zusammen addieren. Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Also 13 mal 2 sind 26. Oder meint er jetzt... Der kleine Weiße gleich zwei Drehungen. Moment kurz. Wenn ich die Erde nehme. Oder den Mond. Dann machen wir Erde und lass sie drehen. Jetzt habe ich wieder nicht mitgezählt. Warte, wie viel macht er? 1, 2, 3, 4, 5. Der macht fast 5 Umdrehungen pro Rundlauf. Ja, der macht 13 Umdrehungen, aber 5 pro Runde. Also halt dann dementsprechend nicht ganz 5, aber. Dann sind es 4,3. 4, 8, 12. Ja, 4,35. Ja, aber was bringt mir das? Hui! Wie der Mars einfach schneller ist als die Erde. Jetzt sind meine Zahlen damit wieder weg. Nein, gut, okay. Dreht er sich anders, wenn ich alle laufen lasse? Nö, nö, macht er nicht. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Wie viele, Moment mal, wie viele Planeten haben wir eigentlich jetzt hier in dem System? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Mond 7. Okay, gut, dann gibt man besser doch nicht 8, wie die Zahl 8. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Also anstatt einen Rundlauf macht er halt 2, oder was? Ja, nehmen wir mal 13 mal 2, sind 26. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quadriere seine Drehungen, 3 mal 3 zum Quadrat sind 3 mal 3, das sind 9, um sie mit 2 zu multiplizieren. 9 mal 2 sind 18, also 18 und 26. Also soll ich 8, achso, 18 plus 26. So, 18 plus 26 sind 30, 8, 16, 44, nicht 42, ich Trottel. Richtig? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, Entschuldigung, einen Augenblick kurz. Oh, ich habe jetzt auch mal gerechnet und nicht plus, aber 8 plus 6 sind... 4, 4, einer im Sinn, 10 plus 20 sind 30, 44, ja, 44. So, erstelle das Produkt bei der Zahl und zähle 1000 dazu. 1000 dazu wären 1044.
Wenn es geschafft hast, weißt, was zu tun, dann los. Du kannst keine Zeit ausruhen. Geh mal zurück. Ich habe jetzt 10:44. Was muss ich jetzt damit machen? Das ergibt keinen Sinn. Na, ich, Holzkopf, mach das auf. Watson, hilf uns! 10:44. 10:44. Habe ich Merik nicht an? Doch, habe ich. Warum kann ich nicht 10:44 eingeben? Nein, mach. Achso, ich muss ja hier doch drücken. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Ah, okay, war ein Versuch wert. Ja, und weg. Kannst du uns was dazu sagen? Ja, du bist ein ganz heller, bist du. Ein ganz heller. Leute, ohne Witz, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich nicht immer diese Scheiß-Taste drücke. Kann uns vielleicht der Restaurator... Ne, der hat auch nichts. Der ist ja dumm. Der ist ja dumm. Der ist ja nur ein Lehrling. Der hat ja nichts zu sagen. Was mit dir? Was glauben Sie, Holmes? Ach Gott, dass du mir auch keine große Hilfe bist. Gibt's irgendwo drauf, wo Jahreszahlen stehen, außer auf Büchern? Ist irgendwas hier aus einem bestimmten Jahr? Ja, ich glaube mal 1044. Was bist du denn? Grandioritbarke. Aha, okay, steht keine Jahreszahl bei. Angemalte Kalksteinstadt. Da steht auch kein Jahr bei. Mit dir darf ich nicht quatschen, auch gut. Mit dir auch nicht? Nipp. Sarkophag von Hab. Aha. Amunwidder. Aha. Was man hier nicht alles lernt. Und ihr seid später gewesen, ihr seid 1200. 10:44. Ich gehe mal davon aus, dass irgendeine Statue hier in diesem Jahr... Schwarze Granit... Steht auch nichts bei. Du auch nicht. Nee, es ist eine antike babylonische Tür. Ja, okay. Aber irgendwas hier muss doch aus dem Jahre 10:44 sein, Mann. Sarkophag aus Schluffstein von... Ich bring dich um. Ach komm schon, irgendwas... Ne, mit euch habe ich ja schon... Also ich habe, man muss jetzt mal dazu sagen, ich habe mit fast allem hier in dem Spiel... in dem Museum schon interagiert. Okay, wir fragen mal den Restaurator. Ist der Restaurator oder Architekt oder was er gesagt hat? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Du. Hallo? Hallo? Wo ist er hin? Sag bloß, er ist jetzt echt nach Hause gegangen. Kleiner Scheißer, komm mal wieder her hier. Der ist echt weg. Wo ist der hin? Freund der Nacht? Hallo? Okay. Okay, also in dem Dokument steht, wenn du weißt, was du zu tun hast, dann erstelle das Produkt beider Zahlen und zähle 1000 dazu. Das macht es gleich rund. Das macht es gleich rund? Ja, 10:44 ist eine gerade Zahl, aber wenn es geschafft und du weißt, was zu tun, dann los. Du hast keine Zeit auszuruhen. Ich will ja auch gar nicht ausruhen. Dann los, du hast keine Zeit auszuruhen. Ja, ich wüsste, hab keine, nicht mal so ein bisschen Ahnung. 10:44, was soll das einem sagen? Also ich rate mich jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend und guck mich einfach mal um. Ne, bei euch ist auch keiner aus 10:44. Es muss ja irgendwas, also 10:44 klingt für mich wie ein Jahr, ein Datum, ein Jahr. Könnte natürlich auch was ganz anderes sein, aber... Geh nochmal hier. Meine Güte, ich... Ja, wir haben ja die Zahlen, so.
Aber was mich wundert, ist, dass wir alle zählen sollen und dass er irgendwas von 8 sagt. Ja, Sonne. Wir wissen ja, was wohl die Sonne ist. Ich weiß nicht, was er jetzt zählt, aber er zählt irgendwas. Bitte mal. Achso, ich muss unten auf die Tasche drücken. Natürlich. Warst du schnell, herrscht draußen noch Nacht, doch erst die Sonne das Museum hell macht. Ihr Hofstaat ist da und sie lädt jeden ein zum Tanzen, doch lass dabei das Zählen nicht sein. Ja, also wir sollen das Sonnensystem zählen. Den Schlüssel gedreht, die Musik soll erklingen. Sieh da, wie sie um ihre Sternkönig schwingen. Muss zählen die Runden auf ihren Bahnen, doch sind sie sehr schnell, wie man kann erahnen. Wir haben sie gezählt. Wir wissen, wie oft sich jeder Planet um die Sonne dreht. Sogar der Mond als Mond. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Also wenn wir einfach alles zusammenzählen, der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten auf der Erde rotieren, quadriere seine Drehungen, um sie zu. Schäle das Produkt beider Zahlen und zähle 1000 dazu. Das macht es gleich rund. Wenn es wird das geschafft und du weißt, was zu tun, dann los. Du hast keine Zeit auszuruhen. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Also sollen wir. Also habe ich vergessen, die anderen Zahlen dazu zu addieren. Also 6, 5, 4, 2, 1. Das sind 6, 12, 2, 7, 17, 18. Also 18 nochmal dazu addieren, dann hätten wir zu 1044 plus 18 sind 2, 5, 6, wären 10, 62. Ja, das bringt uns aber auch nicht weiter. Nicht wirklich. Also 3 quadriert ist wäre 9. Dann 9 mal 2 sind 18 und 13 mal 2 sind 26 und das habe ich hier auch so stehen. Der kleine Weiße 2 Drehungen macht. Mond. Ja, okay. Ja, hier kann ich wieder beides anklicken, ne? Ja. Hier kann ich wieder nur. Kann ich mit dem Hammer nicht einfach mal hier draufhauen? Nein, darf ich nicht. Okay. War ein Versuch wert. Quadriere seine Drehung. Erstelle das Produkt bei der Zahl und zähle 1000 dazu und mach gleich rund, wenn es geschafft. Ja, ich weiß aber nicht, wo ich jetzt hin muss. Also ich weiß, ich kriege hier eine Zahl raus, mit der ich jetzt arbeiten muss. Ja, warte mal. Vielleicht muss ich doch ein Buch suchen. Ich hatte nur die falsche Zahl. Weil von euch sagt mir keiner was. Gehen wir nochmal. Öffne die Tür mit dem Hammer. Ja, aber dann versuche ich mal die Zahl jetzt, die 1062 einzugeben in the Bücher Regal und gucke mal, ob ich da was bekomme. Bitte, lieber Gott. 10, 6, 2. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Ja, gut, dann bringt mir das ja auch nichts weiter. Also, mal im Ernst, Leute. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Also, wenn man alle Umdrehungen zusammenzählt, der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Also rotiert er nicht nur einmal, er rotiert zweimal. Also 2 mal 13. Das wären 26. Nimmt man den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, damit meinen sie, denke ich mal, die Erde, quadriere seine Drehungen, 3 hoch 2 sind 9, um sie mit 2 zu multiplizieren. 2 mal 9 sind 18. Erstelle das Produkt beider Zahlen und zähle 1000 dazu. Das macht es gleich rund. Also 18 von dem kleinen Weißen, 26 von dem kleinen Weißen plus die anderen. Und die Zahl von der Erde muss ich ja noch erstellen und das Produkt muss ich zusammenzählen. Boah, jetzt bin ich aber ein bisschen ratlos mal wieder. Aber das ist in diesem Spiel ja irgendwie nichts Besonderes, ratlos zu sein. Aber, okay, ich habe jetzt gerade einmal aus Versehen die Leertaste betätigt, weil ich gerade sagen wollte, ich habe die Leertaste noch nicht benutzt.
Ich guck jetzt nochmal. Irgendwas musst du mir preisgeben. Meine Güte, ich muss die Anzahl der Umdrehungen, die jeder einzelne Planet macht, zählen und die Rechnung anhand von Lupins Gedicht machen. Was für ein Ideenreichtum. Ja, genau. Also 6 plus 5 sind 11. Diese Zahl muss ich erst erstellen. Halt mit dem Multiplizieren und Quadrieren. So. 11 plus die 13, der kleine Weiße, macht 2 Umdrehungen. Also dreht er sich nicht nur einmal, der dreht sich zweimal um halt die Erde. Halt, denke ich mal, oder? Wenn ich die Erde als Einzelner nehme, dann er dreht sich ja auch 4,35 Mal um die Erde pro Umdrehung der Erde, um die Sonne. Deswegen, es ist, ja, also ich würde sagen 13 mal 2. Also wäre das 6 plus 5 sind 11. Plus 26 sind 37. 40, 44.